23 Jahre jung, aber sein Wort hat Gewicht. Thomas Muck hat bei Fußballrekordmeister Rapid in seiner dritten Saison im Dress der Wiener auch außerhalb des Platzes eine wichtige Funktion. Beim 4:0-Sieg gegen Slovan Bratislava im Drittrundenrückspiel der Europa League-Qualifikation am Donnerstag konnte der Offensivspieler auch auf dem Rasen überzeugen und über seinen ersten Europacup-Treffer jubeln. In seinem 17. Europacup-Spiel war Muck erstmals erfolgreich, er machte in der 84. Minute im Allianz-Stadion mit dem 3:0 den Sack zu, leistete damit seinen Teil zum Befreiungsschlag der Hütteldorfer nach einem schwierigen Start mit 3 Spielen ohne Sieg und einer sehr enttäuschenden Leistung beim Heim-0:0 gegen den WRC. Mich hat gefreut, wie die Teamleader reagiert haben auf die letzten Tage. Morgi, Schwabi, Sonny, Dibon, der von außen mitgeholfen hat, und auch Strebi, wie sie es selber geregelt haben, das war grandios, lobte Sportgeschäftsführer Freddy Bickel seine Leithammel. Thomas Muck muss auch einmal den Kopf hinhalten, Muck kann mit der gestiegenen Verantwortung gut umgehen. Ich muss auch einmal den Kopf hinhalten, wenn es nicht so läuft, weil einfach von mir auch schon einiges erwartet wird. Mit dem kann ich aber gut umgehen, verlautete der Ex-Austrianer. Das wurde auch nach der WAC-Partie deutlich. Wir waren sehr kritisch mit uns selber. Die Spieler, die länger dabei sind, haben mit den Jungen gesprochen. Wie das genau abgelaufen ist, bleibt intern, sagte Muck. Die Worte haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Jetzt müssen wir nachsetzen, dann sehe ich positiv in die Zukunft, so Muck. Am Sonntag stehen die Wiener beim LASK in Pasching auf dem Prüfstein. Das waren immer coole und intensive Spiele, weil der LASK auch offensiv agiert, ähnlich wie wir, analysierte Muck. Sein Team holte vergangene Saison alle 12 Punkte gegen die Linzer. Auch Muck selbst scheint der LASK zu liegen. In 5 Pflichtspielduellen gelangen ihm 3 Tore und 2 Assists. ÖFB-Team im Hinterkopf. Bei Thomas Muck gegen Slovan erzielte Muck sein 2. Tor in der laufenden Saison nach jenem beim 3:0 Liga-Auftakterfolg bei der Admira. Treffer sind für Offensivspieler von besonderer Bedeutung, natürlich auch für Muck. Seine persönlichen Ziele behält er für sich. Die Messlatte hat er in der vergangenen Saison aber nach oben gelegt. Nach 3 Toren und 4 Assists in 26 Ligaspielen folgten 2017/18 10 Treffer und 7 Vorlagen in 33 Partien. Bundesliga, Partien des 4. Spieltags, Datum, Heimmannschaft, Auswärtsmannschaft, Ergebnisse. 11. August 2018 RB Salzburg, TSV Hartberg SA. 11. August 2018 Wacker Innsbruck Skinsenkt. Hölten Samstag 11. August 2018 SV Mattersburg Waxo. 12. August 2018 Austria Wien Admiraso. 12. August 2018 LASK Rapid Wien so. 12. August 2018 Sturm Graz Altach. Ich will natürlich Leistung bringen, aber unsere Hauptaufgabe ist, dass wir als Mannschaft funktionieren. Wenn ich meine Ziele nicht erreiche, wir aber mit der Mannschaft schon, dann bin ich zufriedener, als wenn es umgekehrt passieren würde, gab Muck zu Protokoll. Ein Ziel des Steirers ist das Nationalteam. Das hat er aber aktuell nur im Hinterkopf. Für mich bleibt gar keine Zeit, darüber nachzudenken, wir haben so viele Spiele, sagte Muck. Ende Mai war er von ÖFB-Teamchef Franco Foda erstmals einberufen worden. Sein Debüt steht noch aus, es war eine coole Erfahrung und ich werde versuchen, mich mit meinen Leistungen weiterhin zu empfehlen. Lange Verletztenliste lichtet sich langsam, viel wichtiger ist aktuell der Einzug in die Europa League. Da muss an den nächsten Donnerstagen gegen Steaua Bukarest reüssiert werden. Ich weiß, dass es schwierig ist, in die Gruppenphase zu kommen und sehe uns mit Steaua auf Augenhöhe, sagte Bickel. Im Vergleich zum Duell mit Slovan habe man nicht den Vorteil des Heimspiels in der 2. Partie. Das sei schade, so der Schweizer.
Nun muss schon im heimischen Allianz Stadion der Grundstein für den Aufstieg gelegt werden. Der August ist ein ganz wichtiger Monat für uns, betonte Bickel. Da gelte es, den schwierigen Spagat zwischen Meisterschaft und Europacup zu schaffen. Helfen könnte die kürzer werdende Ausfallsliste. Maximilian Hoffmann, Christopher Dibon und Stürmerzugang Andrija Pavlovic sind zurück im Mannschaftstraining. Laut Trainer Goran Djurecin könnte Hoffmann schon gegen Stor oder danach gegen Innsbruck sein Comeback geben. Dibon sammelt vorerst bei den Amateuren Spielpraxis. Bei Pavlovic wird es noch 3-4 Wochen dauern, erklärte Djurecin.